Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Death Stranding. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Wir sind jetzt hier immer noch im, ihr seht schon, im sicheren Raum. Ich war gerade schon mal duschen. Tatsächlich hat er mich so gebeten, also der Sam hat irgendwie so eine Animation gemacht. Bitte duschen, hat er so Schauer geflüstert, weil er komplett dreckig war, der kleine Lump. Und Freunde, wir werden jetzt gleich weiterziehen. Und ich glaube und ich hoffe sehr, dass endlich mal wieder was Storymäßiges kommt. Ihr habt es ja im letzten Part gesehen, ich habe einfach zwei Parts zusammengehauen, weil ich nur gelaufen bin. Wirklich, Minimum 3 Stunden bin ich durch die Gegend gelatscht und es ist nichts passiert. Das war das reibungslos. Was meiner Meinung nach viel zu lange ist. Viel das zu lang. Ist unsere neueste EX-Granate. Darf ich vorstellen, Typ 2. Wie du vielleicht schon vermutet hast, verwendet dieser Typ diverse aus deinen Fäkalien gewonnene Extrakte. Wir halten es für möglich, dass du aufgrund deines regelmäßigen Kryptobiotenverzehrs bestimmte Verbindungen ausscheidest, die besonders effektiv gegen GDs sein könnten. Wenn wir mehr davon herstellen sollen, musst du uns über die Toilette in deinem privaten Raum nur die benötigten Rohstoffe liefern. Alles klar. Ich freue mich auf dein Feedback. Auf mein Feedback. A.k.a. mein Shit. Gut, ich würde sagen, warte mal, wir hauen uns nochmal ein paar Energies rein. Ihr checkt nochmal die Videobeschreibung ab, Freunde. Folgt mir da auf Instagram. Lasst eine Bewertung da für das Video am Ende, wenn ihr Bock habt, weitere Videos zu sehen. Wenn es euch gefällt, natürlich. Und checkt auf jeden Fall nochmal das Gewinnspiel aus, Freunde. Was ist denn da los? Da haben immer noch nicht alle mitgemacht. Ihr könnt ein Spiel kostenlos gewinnen. Ihr müsst euch nur anmelden. Unverbindlich. Ein Spiel auswählen und dann seid ihr dabei, Freunde. Ihr seid im Lostopf des Glückes dabei. So, warte mal, ich knall mir auf jeden Fall nochmal ein paar rein. Und dann müssen wir mal schauen, was uns jetzt so erwartet. Wie gesagt, ey, 3-4 Stunden am Stück durch die Gegend latschen, nur durch die Gegend latschen, ohne ein Fitzel Story. Und damit meine ich nicht nur ja, geile Cutscene, sondern gar keine Story. Keinerlei Fortschritt. Die letzten 3-4 Stunden, das ist zu viel, meiner Meinung nach. Es ist irgendwie so eine Hassliebe, das Spiel. Die Story, die Charaktere, da will ich unbedingt mehr sehen. Vom Gameplay habe ich jetzt schon gefühlt die Nase voll. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin, sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und sobald das alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Also ist diese kleine Astronautenfigur etwas Besonderes? Übrigens habe ich jetzt schon beim letzten Mal denn beim Rendern entdeckt, dass ich ja hier in der Station, das ist die Garage, hier kann ich mein Motorrad aufbessern. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gleich behalte oder ob ich das sowieso gleich wieder abgebe, weil er meinte ja, wir müssen jetzt irgendwie nach Übersee oder sowas. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen uns dann jetzt mal direkt auf zum Hafen. Oh, jetzt, ja, endlich, bitte, ja, danke, danke, Spiel. Oder lieber nicht. Oh nein. Oh nein. Bossfight oder was? Thank you.
Mein Name ist Higgs, benannt nach dem Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Ah, du hast ihn also in diese Sache hineingezogen. Voller Blut, aber aufrecht. Wie bitte? Bridget Strand ist tot? Amerikas letzte Präsidentin, tot und verbrannt. Oh, und jetzt soll das Mädchen Mamis Platz einnehmen. Tja, das wird nichts. Sie ist nicht für die Politik gemacht, oder? Aber keine Sorge, ich finde sie. Und ich passe gut auf sie auf. Weißt du, ich habe das wahre Wesen des gestrandeten Todes erfasst. Oh, es gibt so viel, das ihr nicht wisst. Das Mädchen zum Beispiel, sie ist nicht so wie wir. Dooms ist nicht ihr Ding. Ihr Ding ist eher die weltweite Zerstörung. Eine Extinktionsentität. Oh, ohne die Hand geben zu können, ist es schwer, Verbindungen zu knüpfen. Zum Glück habe ich eine gute Verbindung zur anderen Seite. Und du bist keine Brücke. Aber ich bin mit allem verbunden. Mit dieser Welt, jener Welt und unserem süßen kleinen Todesengel. Speisekarte. Es braucht nur einen kleinen Meeressturz, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Also, wie sieht's aus? Hattest du die Maloche nicht langsam leid? Hast du nicht die ganze Zeit hierauf gewartet? Ein Game over. Oh nein, und ich bin voll bepackt bis zum geht nicht mehr. Vorsicht, Sam. Unseren Schadensberechnungen zufolge würde ein einziger Leeressturz Port North City auslöschen. Ein einziges GD, das einen Zivilisten berühren kann, würde ausreichen. Das dürfen wir nicht zulassen. Du musst dich sofort um dieses GD kümmern. Bin dabei! Ganz ruhig, Bibi, ganz ruhig! Daddy macht es schon. Ist gar kein Problem für ihn. Ah, da kommt er nicht hoch. Ah, doch, hier. Freunde, den machen wir platt. Komm her, du Schweinchen. Oh, ist klar, ich nehme alles zurück. Oh nein, nein, nein. Wo ist er? Jawoll, bam. Granatengott, Johnny! Oh nein, die habe ich verschwendet. Mist! Komm schon, Sam, jetzt steh auf! Alter, danke! Wer bist du?
Hä? Wieso ist es von einem anderen Spieler? Heißt es, dass er hier gestorben ist vielleicht? Boah, Volltreffer! Ach nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein! Oh mein Gott, nein! Ich musste die Sachen ja nochmal einsammeln. Sonst habe ich ja keine Granaten mehr. Ich glaube, die meisten Granaten, die ich noch in der Tasche hatte, waren eh verbraucht. Aber trotzdem, ich glaube, ich hätte... Oh, nein. Alter, wie der Typ mir die Blutbeutel hier hochwerfen will. Richtig nice. Danke, Brudatsch. Komm, Sam. Oh, die hat sauber und sexy getroffen, ey. Haben wir noch Granaten? Haben wir noch Granaten? Wieso? Wieso? Ja, ich bin geliefert. Geil! Wieso, Junge? Jetzt fällt er hier auch noch runter. Kein Schwächeanfall jetzt. Junge! Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Ich habe ein GD-Tentakel-Schmuddelfilmchen-Star aus Japan besiegt, Junge. Ich kann das P-Wort nicht sagen, aber ihr wisst, was ich mit Schmuddelfilmchen meine. Und ihr wisst, was ich mit Tentakel meine. Und Mr. Die Hard Man gibt mir 682 Likes dafür nur. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich bin ein verdammt großartiger Frachthelfer, okay? Likes, ey. Da sah ich natürlich auch nochmal kurz ab. Zack. Wo sind meine Sachen, ey? Unglaublich. Einfach unglaublich. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Mensch ein GD besiegt. Wärst du kein Wiederkehrer, wäre das wohl unmöglich gewesen. Bei Kontakt mit deinen Flüssigkeiten besteht nicht nur kein Leeresturzrisiko, sondern man kann genauso, wie dein Car vom Strand abgestoßen wird, mit deinem Blut GDs aus unserer Welt vertreiben und auf die andere Seite zurückschicken. Du hast uns Hoffnung gegeben, Sam. Vielleicht gibt es doch noch eine Rettung. Darauf kannst du stolz sein. Amelie erwartet dich. Warte, Junge. Noch am besten. Geh zu deinem Schiff. Es ist bereit. Warte, die stürzen! Mein Gott, man will nur ganz langsam um die Ecke und er.
Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, Alter. Endlich mal, endlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wer der Typ ist, ist natürlich wieder die nächste Frage. Ne? Vor allen Dingen, warum kann er irgendwie so die Dinger rufen und alles, weißt du? Warum kann er das bestimmen? Willst du auf diesem Schiff mitfahren, Sam? Sei dir bewusst, dass du alle noch nicht zugestellte Fracht zurücklassen musst, wenn du an Bord gehst. Es wäre aber eine Schande, etwas Wichtiges aufzugeben, gerade wenn ein Auftrag fast abgeschlossen ist. Mein Rat? Pack das Zeug in deinen privaten Spind in Port North City. Oder, falls du vorher noch etwas erledigen willst, kannst du deine Schiffsreise auch so lange aufschieben. Deine Entscheidung. Als wenn ich jetzt nach Port North City zurückgehe. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Weg mit dem Zeug, brauche ich nicht. Ich bin gut aufgelevelt schon. Ich bin sehr gut aufgelevelt schon. Ich habe nämlich irgendwie seit dem letzten Part zu diesem Part irgendwie 1.500 Likes von den Leuten bekommen, wegen geilem Zeug von mir. Snack? Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Arschloch auch gesehen, oder? Hicks, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7, vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Geschäfte mit Terroristen? Na, Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also, was ist dein Ziel, hä? Willst du die Welt retten oder sie zerstören, so wie er? Ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Wir sollten morgen dort ankommen. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los.
muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Hicks. Erinnerst du dich? Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Hier, das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit. Und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? Nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam. Ich werde auf dich warten. Am Strand. Komm und finde mich.
keine Ahnung, wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Willkommen in Lake Knot City. Was? Nichts. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Knot City mit Bestimmung Lake Knot. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. Okay. Okay. Ja. Bam, 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 bam. Zack, zack. Schneller, 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 schneller. Okay, also, ich frage mich, welche Stufe sie hat diese Dooms-Stufe oder was weiß ich. Wie das am Ende genau jetzt heißt. Weil sie meinte ja, dass dieser Higgs. Das kann ich nicht mehr aufnehmen. Sie meint ja, dieser Higgs ist Stufe 7. Zu uns hat sie ganz am Anfang, im ersten Part, hat sie ja gesagt, dass wir Stufe 2 sind gerade mal. Ich frage mich, ob man das irgendwie trainieren kann und besser werden kann, weißt du? Oder das irgendwie ausbauen kann noch. Das wäre ja mal interessant zu wissen eigentlich. Und wie er es geschafft hat. Irgendwie muss es ja gehen, stimmt. Sie hat ja gesagt, am Anfang war er nicht so, dieser Higgs. Das heißt, irgendwie muss man es ja trainieren können. Alter, das wäre voll geil, wenn wir im Laufe der Zeit irgendwie immer krasser werden in der Hinsicht. So, Freunde, wir haben es geschafft. Liefern jetzt die Fracht ab. Und dann schauen wir mal weiter, was jetzt hier noch so passiert. Terminal benutzen. Angeforderte Fracht abliefern. Hallo und willkommen. Dein Schiff die ganze Zeit beobachtet. Ich muss dir diese Frage leider stellen. Ist deine gesamte Fracht sauber? Nichts Gefährliches oder Illegales? Sie haben dich sicher schon beim Einlaufen gecheckt, aber ich muss noch mal nachsehen. Alles sauber. Nichts Ungewöhnliches. Die Fracht sieht auch super aus. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Tja. Da sagst du gar nichts mehr. Keramik. Mhm. 122 Likes. Ist ja lächerlich. Schon wieder hier. Frachtzustand. Bin ich jetzt auch Level 10. Jawohl. Okay. Du kannst jetzt besser dein Gleichgewicht halten. Ah, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, du sollst einen Cupid dabei haben. Stimmt das? Du darfst uns anbinden. Die Animation kennen wir auch schon. Bam. Chirales Netzwerk erweitert. Neuer Strang geknüpft. Rauchabgebender Frachtköder. Aha. Ja, ich weiß. Gut, dass mir das zum achten Mal erklärt wird, dass das virale Netzwerk. Es hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Knot City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht. Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert.
und vielen Dank. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wessen Stimme das ist, aber... Hat Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die drei Städte da draußen, Lake, Middle und Southport, wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle drei Lieferungen durchgeführt und den Kontakt aufrechterhalten. Aber die Angriffe der Separatisten vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middlenut City ausradiert. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat halt Southport City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den UCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges One nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middlenut hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die Art, die uns sagt, dass wir uns unseren UCA-Beitritt sonst wo entziehen können. Natürlich werden sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht, wir sollen sie als Empfehlung benutzen, um bei ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha, und was hat sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es Higgsheim zahlen zu können. Das kann ich ihr nicht verübeln. Er hat ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Ruh dich erstmal etwas aus. Wir reden später weiter. Alles klar, Freunde. Alles klar. Gut. Wenn ich schon höre, es wird nicht leichter. Ich meine, klar, es wird nicht leichter. Oh Gott, nein, Freunde. Wie gesagt, wenn die... Kommt jetzt nochmal was? Nennt man Kipu. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Für jeden Freund mache ich einen Knoten. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe. Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz besonders. Und nur für dich. Ich pass gut drauf auf, Sam. Was essen? Wieso bist du hier? Frag deinen Bossmann. Wieso bist du hier? Hab eine Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weißt du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir keinen Ärger, wenn du das hast. Wir waren die Einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Higgs alles versaut hat. Mich, Fragile Express, unseren Ruf.
Alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Ganz allein. Ich bin nicht allein. Die Höhle, Port Not City, an deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste. Und doch bin ich hier. Ich bin hier. Du kannst den Strand benutzen? Ich habe einen Strand. Du hast deinen, ich meinen. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Hicks, aber ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Die Sprünge fordern mir viel ab. Saugen mir das Blut aus. Du willst nach Edge North City, oder? Da wimmelt's von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Hicks aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten, ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken, über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im chiralen Netzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. Alles klar, Freunde. So, jetzt sind wir aber langsam mal endlich am Schluss. Also, so lange soll es jetzt eigentlich auch nicht gehen. Freunde, wir hören uns Fragile-Sprung. Nice. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid auf jeden Fall dabei. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, Videobeschreibung abchecken, Instagram folgen und gerne auch meinen Partner abchecken, falls ihr irgendwas braucht. PSN-Guthaben, PC-Spiele, Steam, dies, das, Ananas und das Gewinnspiel. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!